Hallo, liebe Whisky-Freunde, ihr seid jetzt total verwirrt, weil normalerweise spricht euch der Thomas an, aber Thomas ist noch in sich gegangen. Er überlegt immer noch über seine Wortwahl, macht er sich Gedanken. Deswegen mache ich heute die Begrüßung und sage in diesem Sinne Hallo zum Thomas Thiemeier und zum Rainer Beckwerth. Und schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Whisky-Tasting hier im Whisky-Club. Ja, der einzig wahre Whisky-Club. Und der hat was ganz, ganz Besonderes auf dem Tisch stehen. Weil mit besonders meine ich jetzt nicht, dass uns jetzt ein High-End-Whisky erwartet, sondern ich meine... Wir haben schon viele Highland Parks getestet und Thomas mag Highland Parks sehr. Welche haben wir getestet? Da war doch alles dabei. Wir haben den 12-Jährigen, wir haben den 18-Jährigen, wir haben den 21er, den 25er und sogar den 33-Jährigen. Wobei mir nur einen kann, dass der 25-Jährige besser war wie der 33-Jährige. Deutlich besser als 33, genau, der war zu bitter. Und jetzt haben wir einen ohne Altersangabe. So. Schau hin. So, und zwar der allerneueste... Highland Park Whisky, der jetzt so in der sogenannten Core Range verfügbar ist. Das heißt, das ist ein Whisky, den Highland Park jetzt dauerhaft im Programm hat, der also immer verfügbar sein wird die nächsten Jahre. Mit dem tollen Titel Dark Origins. Oh. Klingt geheimnisvoll. Mach mal die geheimnisvolle Dose auf. Ja. Geh mal nach vorne, Thomas. Geh nach vorne, mach ein Erlebnis draus. Ach, oh. Ich ziehe den jetzt schon mal hier aus. Ich hole die Flasche raus, aber dann komme ich nach vorne. Und das sieht ja nun wirklich ungewöhnlich aus. So sieht die Flasche aus. Na? Pechschwarz. Pech. Man kann nicht durchgucken. Absolut mattes, dunkles Glas. Sag mal, wer ist denn diese schöne Figur hier drauf? Diese... Ja, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Krieger aus Assassin's Creed, findest genau, du nicht? Der sieht genau so aus. Nee, also ich habe mal nachgeschlagen, ich habe mal geguckt, und zwar ist das offensichtlich ein gewisser Magnus Jonsson, ich glaube, so wird er gesprochen, und zwar ist das der vermutliche Gründer der Highland Park Distillerie. Ein ziemlich zwielichtiger Typ, der so im Jahre 1798 oder so am Tag als Priester umgegangen ist, Leute getauft hat in der Kirche, ne? Und nachts war er einfach Schmuggler. So. Passt ja irgendwie. Ja, und dem zu Ehren haben die jetzt diesen Dark Origins aufgelegt. Ein Whisky, der einiges richtig macht, wie ich finde, und bei einigen Sachen auch ein Fragezeichen bei mir zurücklässt. Richtig macht er. Er ist mit 46,8% abgefüllt. Das ist ordentlich. Bon. Mögen wir. Richtig macht er auch. Er ist in Sherry-Cass, also Sherry-Fässern ausgebaut, und zwar der doppelten Anzahl von frischen Sherry-Fässern, wie sie zum Beispiel für den 12-Jährigen verwendet werden. Das ist auch interessant. Das heißt, ich erwarte, dass da eine richtig kräftige Aromenfracht rüberkommt aus diesen frischen Sherry-Fässern. Wahrscheinlich sehr viel Sherry. Ja. Was magst du nicht? Was ich nicht mag ist, es ist mal wieder ein Whisky, ein sogenannter NAS-Whisky. Non-Age Statement. Nass. Das heißt, wir wissen nicht, wie alt die Whiskys sind. Warum wissen wir das nicht? Warum ist es gerade Mode geworden, bei den Destillerien keine Altersangaben zu machen, weil man einfach jüngere Whiskys teuer verkaufen kann? Ja. Wenn ein Whisky 18 Jahre alt ist oder 16, 15, 14, warum schreibt man das nicht, sollte man das nicht draufschreiben? Genau. Aber natürlich kann man davon ausgehen, dass dieser Whisky wesentlich jünger ist und trotzdem einen hohen Preis zu erzielen, gibt man dem ganzen Ding einen schönen Namen. Ja. Dark Origins, oder wir kennen es ja von, wer war es? Outback. Ja, Artback war auch so. Erlanta, Ruby. Ja, so, ja, genau. Wobei, die schreiben ja sogar noch das Alter drauf. Artback macht jetzt viele Non-Age-Statement-Whiskys und verkaufen die für ein Heidengeld, machen riesen Marketing drumherum und verkloppen das Zeug an Sammler und so. Und das Problem ist halt immer, man muss erst rausfinden, taugt der Whisky was oder nicht. Weil wenn ich jetzt, ganz ehrlich, ich bin da wirklich ehrlich, wenn ich einen 18 Jahre alten Whisky kaufe, oder 15 Jahre, dann habe ich das Gefühl, ich kriege eine Qualität für mein Geld. Ich kann ein gewisses Geschmackserlebnis erwarten. Oder sagen wir so, eine gewisse Qualität erwarten. Ob es mir nachher schmeckt oder nicht, ist natürlich immer persönlich. Aber wenn man gar nichts mehr darüber weiß, wenn man sich an gar nichts orientieren kann beim Kauf, heißt es jedes Mal ausprobieren und herausfinden und viel Geld bezahlen, taugt da was oder taugt da nichts. So sieht's aus. Und diese Flasche, so wie sie hier steht, kostet momentan zwischen 60 und 70 Euro.
für einen Whisky, bei dem man nicht weiß, wie alt er ist. Ich habe neulich mal den 18-Jährigen nochmal probiert, als ich so die verschiedenen Gläser vorgestellt habe. Der ist jetzt zwar auch nicht mehr billig, der kostet jetzt auch um die 90 Euro. Aber das ist angemessen. 80, 90 Euro. Aber da weiß man, mit 43%, ein Top-Whisky, 18 Jahre alt, da ist auch eine Menge Handarbeit zum Beispiel drin. Und der kostet jetzt nur 10, 15 Euro weniger. Und dafür kaufst du eine schöne Flasche und weißt nicht, was drin ist. So sieht's aus. Und zwar hat sich Highland Park offensichtlich ziemlich verkalkuliert. Die haben halt eine riesen Nachfrage gehabt und die haben zu schnell ihre alten Whiskys verkauft, sodass die Preise jetzt durch die Verknappung angestiegen sind. Und was müssen sie jetzt machen? Sie müssen diese Whiskys ohne Alter raushauen. Junge Whiskys. So. Nichtsdestotrotz sollten wir unvoreingenommen sein. Ja. Und erstmal wirklich sagen, ob der Whisky was taugt oder nicht, weil es gibt auch durchaus junge Whiskys, die sehr, sehr gut sind. Ja, es ist ja das generelle Problem. Ich habe mich ja auch schon mit einem schwäbischen Whiskyhersteller unterhalten und er sagt, heute ist er in der Lage, durch modernes Lagermanagement eine Qualität in 7 bis 8 Jahren zu erreichen, wofür er früher 12 gebraucht hat. Genau. Das mag ich diesen Mann auch glauben. Aber ich habe ein bisschen die Nase voll, dass die Leute denken, sie können mir irgendeine schöne Flasche hinstellen, sie können dem Ding einen tollen Namen geben und ich zahle dann locker mal 70, 80 Euro. Hallo Leute, ich bin Grafikdesigner, ich hatte selbst eine Werbeagentur, ich weiß, wie man Sachen verkauft und wie man Storys bastelt und wie man tolle Namen gibt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Highland Park war viele, viele Jahre meine Lieblingsdestillerie. Ihr wisst das, ihr kennt die Videos. Die haben mittlerweile da durch solche Aktionen bei mir so ein bisschen Schwung verloren. Also der Ruf hat etwas gelitten, weil die jetzt mehr Geld ins Marketing setzen als in die Produktion wirklich erstklassiger und bezahlbarer Whiskys. Ne? Also da kommt es immer drauf an, ist das Ganze noch bezahlbar? Ich habe immer das Gefühl, es ist in vielen, vielen anderen Branchen auch, wie zum Beispiel auch im Verlagswesen, ja. Da werden Bücher nicht mehr von Leuten gemacht, die Bücher lieben, sondern Leute, die Geld damit verdienen wollen. Klar. Und irgendwo hockt irgendein Controller und rechnet aus, wir können noch mehr verlangen, wenn wir das so und so machen. Und dann wird ein Marketing-Fuzzi wie ich hergeholt und der sagt, machen wir eine Strategie, bauen wir eine schöne Geschichte. Boah, und zack, das steht. Hör mir bloß auf mit Controllern. Das ist ein Berufsstand, den würde ich sofort erstmal abschaffen. Ich auch. Also wenn man selber nichts in der Lage ist zu produzieren oder zu leisten. Und diese diese neue Generation von Managern, die bloß noch zum nächsten Quartal schielen und sich dann schnell wieder von irgendeinem Headhunter abwerben lassen und denen der Laden eigentlich einen Scheißdreck interessiert, sondern denen es bloß um schnellen Profit geht und dann sind sie schnell wieder weg und sind auch für nichts verantwortlich. Aber jetzt müssen wir aufhören, damit die Leute denken hier, wir. Das sieht man mal, wie leidenschaftlich wir sind, wenn wir 7 Whiskys getrunken haben. Nein, das steht nicht an. Das ist unser erster. Das ist der erste. So. Wieso ist der überhaupt so dunkel? So, das ist jetzt nämlich interessant. Der ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Bist du sicher? Ich weiß es. Ich weiß es. Hammer. Und er hat eine schöne Farbe. Das ist ja mal interessant. Aber das kommt bestimmt durch diese doppelte Fassreifung. Doppelte Fassreifung in Sherryfässern. Das gibt eine schöne Farbe. Ja. Ja. Ach ja. So, und jetzt halten wir das Näschen rein. Die gute alte Sherry-Note, da ist sie. Und die schöne, zarte Rauchnote von Highland Park. Und die ist auch da. Die ist auch da. Wobei ich mich schon manchmal frage, ob die reinspritzen. Hm. Weil die immer gleich ist. Immer schön dezent im Hintergrund. Die verwenden da ihr eigenes Torf. Das wird, glaube ich, auf den Orkney-Inseln gestochen. Und die machen es halt bloß mit, weiß nicht, wie viel das ist. Haben die nicht auch ihre eigene Gerste? Ich glaube, ja. Also zumindest steht drauf Homegrown Malt. Also in der Heimat gewachsen, das kann sein, dass er auf Orkney gewachsen ist, kann aber auch Schottland mit gemeint sein. Oder die Welt. Boom. Home. Ja. Aber ich muss sagen, der riecht richtig gut. Der riecht gut, ja. Ich finde den toll, von der Nase her. Aber er riecht jetzt nicht so typisch Highland Park-mäßig. Ja, schon. Doch. Finde ich schon. Er hat aber eine gewisse Süße drin. Ja, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Die so ein bisschen diese neu Süße, ist. Die Süße ist neu in der Nase. Ja, ja. Jetzt haben wir so geschimpft. Highland Park, jetzt riecht der Whisky gut. Lass mal probieren. So, oh Gott. Kavum. Nicht schlecht. Der hat Power, oder? Aber wie? Oh, Junge, der hat aber richtig Power. Das war jetzt kein Pseudo-Huster, das war wirklich so. Also das ist jetzt so... Im Nachhinein, der rauchigste Highland Park, den ich bisher gesehen habe. Das wollte ich gerade sagen. Der hat Rauch gesehen. Jetzt liegt das ja aber richtig schön auf die Zunge. Oh. Er ist jung, das schmeckt man. Aber was ich bei dem toll finde ist, schmeckst du auch diese Nüsse? Ich habe jetzt hinten raus
ein unheimlich tolles, nussiges Aroma. Ich kämpfe noch mit dem Torfgeschmack. Das ist ein bisschen natürlich dem Rauch geschuldet, aber auch den Fässern, glaube ich. Mit Nüssen könntest du allerdings recht haben. Was allerdings hat mich am Anfang beim ersten Schluck die Fruchtigkeit überrascht. Rosinen. Schöner, kräftiger Heiderauch. Rosinen. Süße. Du wirst gar nicht glauben, Thomas. Ich kratze mir auch ganz verlegen am Kopf. Der schmeckt mir. Der ist lecker, ne? Das ist ein guter Whisky. Ja. Was soll das ganze Brimborium? Warum sind die nicht einfach ehrlich und sagen, so ist es, schaut's aus, probiert's. Und lernt ihn kennen und ihr werdet sehen, der schmeckt euch. Warum dieses ganze Theater da immer? Ja. Also ich bin noch im Zweifel. Ich finde ihn einerseits, ist es ein richtig guter Whisky, der schmeckt, der hat Aroma, hat alles, was ein Whisky braucht, aber würde ich für den 60, 70 Euro ausgeben? Das mag ich zu bezweifeln. Ich finde, das ist der perfekte Whisky, und jetzt kommt etwas, das ich noch nie gesagt habe, wenn man abends in dem schottischen Pub sitzt, es ist kalt draußen, Wind geht und man trinkt diesen Whisky, herrlich. Dann passt sogar die Torfnote. Ja. Aber so viel Geld... Ist der das Geld wirklich wert? Das ist die große Frage. Da bin ich jetzt auch unschlüssig. Ja? Also so ein Whisky, an dem können sich, glaube ich, die Geister scheiden. Nichtsdestotrotz, ich bewerte meine Whiskys immer nur nach dem Geschmack, nicht nach dem Preis. Mhm. Ich weiß, das unterscheidet uns ein bisschen, weil Rainer lässt auch häufig, wenn der Whisky sehr günstig und qualitativ gut ist, lässt das ein bisschen mit einfließen. Ich bin da ganz knallhart. Ich nehme jetzt nur den Geschmack und werde gleich meine Wertung dazu aufschreiben. Aber mich würde das mal interessieren, was denkt ihr darüber? Was denkt ihr über Whiskys ohne Altersangabe in dieser Preislage? Ist der Preis gerechtfertigt? Habt ihr den schon mal probiert? Das ist ganz schwierig, Thomas. Mhm. Ich finde das sehr schwierig. Also es ist, weil, wenn ich jetzt rein vom Geschmack gehe, muss ich ihm eine sehr gute Wertung geben, was ich wahrscheinlich auch tun werde. Aber ich kann das Ganze drumherum halt nicht ausblenden. 50 Euro würde ich für diesen Whisky, ohne mit der Wimper zu zucken, bezahlen. Das ist er mir wert. Aber 60 bis 70? Das ist bei mir eine Schmerzgrenze erreicht. Da komme ich nämlich in den Bereich qualitativ sehr, sehr hochwertiger Whiskys, einer starken Konkurrenz, die auch hat Alter vorzuweisen. Überleg mal, wir haben den Old Putney getestet. Ja. Und der war 21 Jahre. Der 21. Und der war doch 10 Euro teurer. Na, der war schon ein bisschen. Der schrammt so an der 100 entlang. Ah, okay. Ich dachte, wäre ein bisschen günstig. Nee. Aber mir fällt jetzt spontan mal so ein Whisky ein wie der Glendronach Revival mit 15 Jahren, den wir noch nicht getestet haben, den wir aber testen werden, der für 45 Euro oder so zu kriegen ist. Und der toppt den. Klare Sache. Also so gesehen, ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was dieses neue Produkt von Highland Park hier betrifft. Leute, schreibt uns, was ihr denkt. Jetzt werden wir geben, wir geben jetzt mal eine Wertung. Genau, wir werten jetzt mal. Und ich versuche jetzt mal wirklich, weil es der erste rauchige Whisky ist, der mir schmeckt. Ja. Also das hat man noch nie. Ich glaube, ich habe in dieser Folge noch gar nicht in diesem Sinne gesagt, oder? Nee, aber ich am Anfang. Willst du nochmal sagen? In diesem Sinne, lass uns mal werten. Ich glaube, das würden deine Fans vermissen. Ja. In diesem Sinne. Also ich bin fair. Highland Park. Ich hoffe auch, dass ich fair bin. Ihr werdet mich lieben, weil ich gebe euch 91. Und ich gebe euch 90. Na, also passt doch. Ja. Passt doch. Wir haben rumgeflucht, wir haben geschimpft, wir haben uns ausgelassen über Marketingstrategien von Whisky-Destillerien. Wir haben auf die Controller geschimpft, zu Recht. Ja. Aber wenn es um die Wertung geht, dann sind wir fair. Und wenn wir Qualität im Glas haben, dann sagen wir's auch. Bewerten wir es auch entsprechend. Dann sagen wir es auch. Ja. Okay, ich würde sagen, in diesem Sinne, Thomas. Dankeschön, Rainer, in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier. Abonnieren.